Ich zeige euch, wie ihr in Altplan gestaffelte Eisen verlegen und beschriften könnt. Und am Ende bekommt ihr auch so eine Biegeliste für das Biegeweg heraus. Viel Spaß dabei! Ja, heute geht es um gestaffelte Eisen. Ich möchte mal zeigen, wie das geht. Da gab es eine Anfrage. Und da ich denke, dass da wahrscheinlich mehrere die Fragen haben, wie könnte das funktionieren, zeige ich das einfach mal. Als erstes holen wir unsere Stabform oder natürlich vom Assistenten mit Layer. In dem Fall nehme ich Rundstahl allgemein, Durchmesser 8, unten eine Schenkellänge von 50, oben 80 oder passt schon. 3,5 cm Betondeckung und dann zeichne ich die mal in meinen Schnitt ein. So ein Aufbeton, da machen wir das jetzt das Ganze rein. So. Stabform kriegen wir alle hin. Hier machen wir die Öffnung. Wunderbar, escape das Ganze. Aber wir wollen es jetzt nicht verlegen, deswegen escape ich einfach auch den Rest. Jetzt gehe ich auf spezielle Verlegungen, klicke dieses Eisen an und hole mir die Polygonalverlegung. Sage einmal OK. Und jetzt muss ich Altplan sagen, welches Eisen oder welche Eisen denn variabel sind und verlängert oder verkürzt werden. In dem Fall ist es ja der Stab, der ständig höher oder kürzer wird, weil den verlege ich hier am Rand. Gut, und dann sage ich, dieser Stab, den schneide ich durch. Genau den schneide ich durch, dann weiß Altplan Bescheid. Okay, super, wunderbar. Hier habe ich jetzt die Betondeckung einzugeben und muss erstmal die Gerade, auf der sie verlegt wird, festlegen. Zum Beispiel hier. Also in dem Abstand möchte ich 15 cm Abstand haben. Dann gehe ich vielleicht da hoch, da rüber und da runter und habe jetzt sozusagen meine Verlegung. Hier lasse ich die 1 stehen und drücke einfach mal Enter. Hier die 0, Enter. Hier alles belassen bei 0 und einfach auch OK. Jetzt sehen wir die Stückzahl. Hier können wir zum Beispiel den Abstand wählen. Wir lassen das auf 15. Hier lassen wir auf gleiche Abstände und machen hier auf OK. Und schon haben wir das Ganze. Jetzt können wir zum Beispiel eine Maßlinie hier hin machen, dass wir sagen, okay, die Maßlinie, da ist verlegt worden. Der Maßstab 1 zu 10 ist ein bisschen blöd gewählt gerade, egal. 21, 8 alle 15. Und dasselbe kann ich aber auch machen, dafür mit dem Positionen. Also pass auf, Positionssymbole. Warum? Jetzt sind nämlich die Positionssymbole, die 2.1 und so weiter und so fort, an der Angel und ich kann das auch hier absetzen. Ich mache es meistens so, dass ich einfach das hier absetze und ja, man weiß einfach, wo man beginnt. Ich lösche einfach alle Positionen raus, bis auf den ersten und letzten, da weiß man, hier beginnt die 1, hier die 16. Und dann macht man noch einen Gesamtauszug. Und wenn man den Gesamtauszug macht, dann bekommt man eine Liste. Die setze ich oben ab. Und jetzt hat die Baufirma sozusagen die Liste oder das Biegewerk die Liste, was sich hier dann ändert, was die 2.1 ist und so weiter und so fort. Ja, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Wenn euch das gefallen hat, bitte Daumen nach oben, abonnieren und kommentieren. Servus, bis zum nächsten Mal.